Limassol, Zypern. Wir sind mit Andreas Marangos verabredet, einem Freund des Präsidenten Nikos Anastasiades. Marangos ist Anwalt, hilft reichen Ausländern, die Steuer zu drücken, Vermögen zu verschleiern. Genau das ist das zyprische Geschäftsmodell und das wird es weitergeben, sagt er. Da könne die EU fordern oder retten, wie sie will. Zypern gilt als Steueroase, nicht nur wegen seines Bankensystems, sondern wegen der anderen Dienstleistungen, die wir anbieten. Alle Unterlagen bleiben hier im Büro. Nur wir kennen unsere Klienten. Namen geben wir nur auf besondere Nachfrage von Gerichten oder Behörden heraus. Ansonsten bleiben die Namenslisten unserer Kunden vertraulich, werden auf gar keinen Fall ausländischen Behörden überlassen. Für dieses System von Anonymität und Undurchsichtigkeit haben Marangos und sein Präsident noch vor wenigen Wochen gemeinsam Wahlkampf geführt. Ganz klar, sie sind in der gleichen Branche tätig. Präsident Anastasiades betreibt hier eine der bekanntesten Steuerkanzleien Zyperns. Deren Internetseite nennt auch sehr deutlich das wichtigste Geschäftsziel: International Tax Planning, Steueroptimierung. Jetzt werfen zyprische Zeitungen dem Präsidenten vor, Politik und Privatgeschäft zu vermischen. Er soll einen Verwandten gewarnt haben. Dessen Firma habe dann 21 Millionen Euro von der inzwischen pleitegegangenen Laiki Bank abgehoben und teilweise nach England geschafft. Das sind die Kontoauszüge mit Datum 12. März. Kurz danach fliegt der Präsident nach Brüssel, um von der EU eine Milliardenhilfe zu fordern. Zuvor aber soll er noch Kunden gewarnt haben. 700 Millionen Euro seien so aus dem Land verschwunden. In Brüssel sorgt Anastasiades dann tagelang für Verwirrung, während zu Hause die Kapitalflucht weitergehen kann. Verzögerungstaktik zugunsten der Reichen, sagen Kritiker. Das schlechte Krisenmanagement, davon profitieren im Wesentlichen die, die nah an der Politik sind. Ja, das sind die Politiker selbst. Und das sind die großen Vermögen, die eben relativ schnell auf die Politik Einfluss nehmen können. Und die haben im Wesentlichen davon profitiert. Es besteht immer die Gefahr, dass bei so einer chaotischen Bankenrettung, wie es jetzt in Zypern der Fall war, schnell nochmal Milliarden verschoben werden. Und das muss jetzt aufgeklärt werden, ob sich da einige Leute nochmal ihren Teil des Geldes gesichert haben, obwohl eigentlich die Banken hätten geschlossen sein sollen. Geparkte Kleinjets auf Larnaca Airport. Die meisten gechartert aus Russland und der Ukraine. Reiche haben die gewonnene Woche offenbar zu nutzen gewusst. Anwälte wie Andreas Marangos helfen jetzt dabei, Gelder erstmal in andere Steueroasen zu verschieben. Wir werden weiter Dienstleistungen für Unternehmen anbieten. Das Bankgeschäft bleibt ein wichtiger Teil unserer Firma. Jetzt werden wir unseren Kunden helfen, ihre Geschäfte ins Ausland umzuleiten. Aber nur solange diese Beschränkungen in Zypern gelten. Der ehemalige Banker Andreas Frank weiß, dass auf Zypern längst Vertreter anderer Steueroasen unterwegs sind. Auf Kundenfang. Es fließt in andere Jurisdiktionen, man hat es ja gesehen. Vor einigen Monaten hat ja die internationale Gemeinschaft sehr stark die Schweiz unter Druck gesetzt. Damals sah man, dass viel Geld in Länder wie Singapur oder Dubai abgeflossen ist. Ich denke, es gibt genügend Länder auf dieser Welt, die sehr gerne dieses Geld nehmen werden. In der Tat, Anwaltskanzleien auf Zypern reagieren bereits. Die Anonymität für Briefkastenfirmen wird weiter garantiert. Nur das Geld wandert einfach auf Banken in anderen Steueroasen. So bietet ein zyprischer Anwalt schon mal seinen Kunden ein Bankkonto in Lettland an. Für die einmalige Gebühr von 349 Euro. Nicht nur Zypern oder Lettland, viele europäische Staaten buhlen mit Billigsteuerangeboten um reiche Kundschaft. Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Österreich. Zwergstaaten wie Malta, Andorra, Monaco, die britischen Kanalinseln, die Isle of Man, Bulgarien mit unschlagbar günstigen 10% Unternehmenssteuer, Irland ähnlich preiswert, selbst die Niederlande machen mit. Also es gibt Zahlen, dass innerhalb der EU ein schädlicher Steuerwettbewerb stattfindet.
Die Kommission hatte mal eine Zahl genannt, dass ungefähr 1 Billion Euro im Jahr durch Steuervermeidungsstrategien noch aggressive verloren gehen. Beispiel Niederlande. Tausende Holdinggesellschaften, eigentlich Briefkastenfirmen, sind hier registriert. Rund 8 Billionen Euro, so schätzen Experten, werden jährlich hier durchgeschleust. Auch die meisten deutschen DAX-Konzerne nutzen die Niederlande, sparen so Steuern, die dann in Deutschland fehlen. Eines der am häufigsten genutzten Modelle ist, dass man, wenn man eben so eine Holdinggesellschaft, also eine Übergesellschaft in den Niederlanden hat, dass die dann bei bestimmten Zahlungen sehr günstige Steuersätze anbietet. Also teilweise Nullbesteuerung von gewissen Zahlungsflüssen wie Lizenzgebühren oder auch Dividenden. Sattsam bekannt, das Luxemburger Modell. Ein Zwergstaat mit gewaltigem Bankensektor. Heute einer der größten Finanzplätze weltweit. Die Luxemburger vertreten ihr System, dass sie sagen, ja, wir sind ja ein Mitgliedstaat in der großen EU und sind ein Finanzzentrum für die EU. Ich glaube, da sollten andere, wie gesagt die Kommission und andere, überprüfen, ob diese Geschäftsmodelle überlebensfähig sind, weil im Endeffekt ja in dieser Solidargemeinschaft der EU oder besonders im Euroraum immer der Steuerzahler zum Schluss zur Kasse gebeten wird. Und das, weil niemand die Steuermodelle der EU-Mitgliedstaaten kontrolliert. Es gibt keine gemeinsame EU-Steuerpolitik. So können sich superreiche und multinationale Konzerne um Steuern drücken. Ich finde, eine Solidargemeinschaft, wie Europa es darstellt, kann ja nur dann funktionieren, wenn man nicht sich gegenseitig die Gelder wegschnappt. Und genau das passiert, wenn manche Länder als Steueroasen Angebote machen, wie man Steuern hinterziehen kann oder wie große Unternehmen ihre Steuerlast drücken können. 10 Milliarden Euro EU-Hilfsgelder sollen nach Zypern fließen. Solidarität für ein Land, das sich darum nie geschert hat.